Danke an die Nachrichten. Dass es Wind geben würde, das war ja angekündigt worden. Aber der kam dann überraschend heftig. Herzlich willkommen heute zu Brisant. Wieder einmal geht heute der Campingplatz von Lüchte durch alle Medien. Denn der Fall scheint noch um einiges größer zu sein als ohnehin schon befürchtet. Möglicherweise sind noch mehr Kinder Opfer von Missbrauch geworden auf diesem Campingplatz. Es geht um grausame Verbrechen und im Zuge dessen auch um Behördenversagen. Also auch um Konsequenzen geht es schon und um neue Ergebnisse. Michael Heusen ist live in Düsseldorf für uns im Landtag. Dort hat heute, wie gesagt, der Ausschuss getagt zu diesen Vorfällen und neuen Ergebnissen in Lüchte. Michael Heusen, wie kommt man denn zu diesen neuen Erkenntnissen, von denen wir gerade schon gehört haben, auch in unserem Beitrag? Michael Heusen, danke schön zu den Ereignissen von heute dazu. Es wird noch viel lange Zeit dauern, bis das alles aufgearbeitet ist. Danke Ihnen. Danke schön. Das also zu den neuen Erkenntnissen in Lüchte heute. Wir schauen weiter aufs Wetter. Es gab wildes Wetter. Beim Begriff Tornado denkt man ja immer eigentlich erst an die USA. Aber solche starken Wirbelstürme, die gibt es in Einzelfällen eben auch bei uns. Und deshalb heute ganz irre Bilder. Die kommen aus der Eifel, wo sich eine solche Windhose gebildet hat. Und das sind die Schäden, die man da sieht. Die sind sehr, sehr groß. Verletzte hat es auch gegeben. Und Beschreibungen, wie man sie sonst eben auch eher aus den USA kennt, das ging alles blitzschnell. Plötzlich ein Tornado in der Eifel. Heute müsste eigentlich Tag der Hunderettung sein, könnte man glauben. Wir haben gleich zwei irre Geschichten dazu heute in der Sendung. In einem Fall hat ein mutiger Sprung ins kalte Wasser geholfen. Im anderen brauchte es schon sehr viel mehr. Auf jeden Fall ist Heldentag. Ja, echte Helden heute. Dann gibt es neun Ärger um den Hambacher Forst und gefällte Bäume dort. Wir erinnern uns, in dem Waldstück, da haben der Stromriese RWE und Umweltschützer ja erbittert gekämpft um den Erhalt der Bäume dort und den weiteren Umgang mit dem Gelände auch. Da hat man sehr gerungen und das Ergebnis war dann ein vorläufiger Rodungsstopp. Und trotzdem wurden jetzt einige Bäume gefällt und wohl nicht von RWE, das sagt zumindest die Polizei. Ja, es geht eben um die Familie, auch in diesem Fall. Arnold Schnittger spricht jetzt hier bei uns. Der fühlt sich im Stich gelassen, auch von der Politik, wie er sagt. Das ist er hier. Es geht um das wichtige Thema Pflege. Er pflegt nämlich seinen Sohn, das macht er schon seit sehr vielen Jahren. Und er sagt, die Pflege eines Kindes, die dauert ja sehr viel länger als für ältere Menschen. Da braucht man auch ganz besonders viel Unterstützung. Und da käme eben viel zu wenig. Eine Meinung, die auch andere teilen, die für die Pflege ihres Kindes alles aufgegeben haben. Sogar bis zu Jens Spahn, bis nach Berlin ist Arnold Schnittger deshalb gepilgert. Ganz toll. Ein gutes Team, die zwei. Wir gucken auf die Prominenz heute in der Sendung. Was gibt's da? Boris Becker und was er zu seiner angeblich neuen Liebe zu sagen hat. Dann haben wir Chris de Burgh und warum der nie ein Promi sein wollte, sondern ganz normal, hat er uns erzählt. Jetzt mehr. Aber erst einmal zum Gerücht der Woche, Boris Becker und seine angeblich neue Freundin. Was ist da nun wirklich dran? Er und das Mod dran für Sie. Und jetzt freuen wir uns auf ihn. Er ist mal wieder da, sehr gut gelaunt, wie wir das von ihm eigentlich kennen. Chris de Burgh haben wir getroffen, in München diesmal. Der Mann ist ja Riesendeutschland-Fan und spricht sogar ein paar Sätze auf Deutsch. So das Wichtigste kann er. Ich liebe dich. Schön hier zu sein. Und was steht auf der Speisekarte? Also alles, was zählt. Ansonsten hat er noch viel vor in Deutschland und davon hat er uns erzählt. Ja, und gestatten, wir hätten dann noch die verrückteste WG, die es je ins Kino geschafft hat. Wäre ja schön, wenn da so manch einer ins Nachdenken kommt. Jetzt bei uns in der Sendung ein Mann, mit dem kann man sich eigentlich nur gut fühlen, denn er hat Talente in jede Richtung, könnte man sagen. Len Kudrawitzki heißt er, heute Abend wieder zu sehen im Kroatien-Krimi. Aber mindestens genauso spannend ist eben der Blick auf sein Leben. Was dieser Mann alles macht, was der alles kann. Irgendwie sind da ganz schön viele gute Gene zusammengekommen. Ganz nebenbei, sympathisch ist er auch noch. Und er hat mit einer schönen Aktion Geld für einen guten Zweck erstrampelt, sehen wir jetzt. Super. Heute Abend, also der Film zum Mann, 20.15 Uhr, der Kroatien-Krimi. Ja, alles kommt wieder. Aber es gibt ein Comeback, mit dem hätten wir hier persönlich nicht gerechnet. Modern Talking ist wieder da. Okay, nur die Hälfte. Dieter Bohlen macht wieder einen auf Modern Talking und singt die alten Songs. Nur einen hat er vergessen, Thomas Anders. Okay, und der Mann hat ja Fans, Dieter Bohlen, überall. Hätten wir noch unsere musikalische Neuentdeckung für heute. Lou Dayan, ganz spannende Frau, war schon Schauspielerin, war Model und seit einigen Jahren singt sie auch noch. Groß geworden ist sie mit dem Satz, ist das nicht die Tochter von? Ja, ist sie tatsächlich. Jane Birkin ist die Mama. Das ist nicht immer so leicht gewesen. Darüber haben wir auch gesprochen und über die Vorteile von hohen Schuhen bei schlechtem Wetter. Sehr spannend.
Das mit der Wärme können wir bei unserem derzeitigen Wetter sehr gut verstehen. Wenn sich etwas tun sollte in der Welt der Promis, Boris Becker vielleicht doch verliebt ist und es uns sagen möchte, dann erfahren Sie es natürlich hier bei uns in der Brisant-Sendung oder gerne auch immer online bei brisant.de oder gerne auch auf unseren sozialen Medien. Und dann freuen wir uns auf Bonnie Tyler. Unsere Promi-Expertin Susanne Kleen durfte sie nämlich zu Hause in Portugal besuchen. Und das erste Mal durfte ein Kamerateam ihr Haus sehen, ihre Yacht. Also das wird richtig schick und Sonne und schönes Wetter gibt's auch. Das allerdings erst morgen bei uns in der Sendung. Wir wünschen einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.